Hallo, ihr Süßen. Ja, es ist Juli, sogar schon der dritte. Wir stehen im Halbfinale und ich habe Lust, ein Video zu drehen und ich finde, es ist mal wieder Zeit für Favoriten. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Oder nicht? Was sagt er? Nö? Gut, dann tschüss. Der Rest, der noch da ist, hi! Ja, fangen wir mal an. Ich hatte ja vor einiger Zeit von Beautylash ein Paket zugeschickt bekommen zum Testen. Augenbrauenfarbe, Wimpernfarbe und ein Wachstumsgedöns. Und ich habe ein Video dazu gemacht, wie ich meine Augenbrauen färbe. Es wäre jetzt auch mal wieder Zeit. Über zwei wichtige Termine nächste Woche und daher werde ich das um eine Woche verschieben. Die gehören auf jeden Fall zu meinen Favoriten. Ich habe mit dem hellbraunen Färbeset für Augenbrauen das Video gemacht und das mittlerweile ein zweites Mal gemacht. Das habe ich euch auf Instagram auch gezeigt. Mir wurde das Paket mit dem Inhalt natürlich kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt. Leider muss ich das ja immer dazu sagen, aber ich finde die gut. Ich finde, damit kann ich super arbeiten. Was ich mich immer noch nicht getraut habe, ist es mit den Augen, mit den Wimpern selber zu machen. Ich hätte es mittlerweile mal gemacht, wenn nicht ein weiterer Favorit dazwischen gekommen wäre. Und ja, also das Färbeset auf jeden Fall von mir einen Daumen hoch. Und ich habe die Farben auch schon bei Rossmann auf jeden Fall gesehen. Und ich meine, man bekommt sie aber auch in den anderen Drogeriemärkten. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten. Das Wimpernwachstum habe ich für meine Augenbrauen benutzt und habe in regelmäßigen Abständen damit Fotos gemacht. Davon meinen Augenbrauen. Ich hole euch mal ein bisschen ran. Jetzt sind sie natürlich bepinselt. Ihr seht, dass mein Make-up durchaus mal nachgetragen werden könnte. Und in erster Linie habe ich sie hier vorne aufgetragen. Und ich finde durchaus, dass es beim Nachwachsen tatsächlich etwas gebracht hat. Nicht über die Maßen viel. Ich werde gucken, dass ich euch die Fotos eventuell hier nach noch einblende. Schön, dass du nicht in die Kamera deine komischen Augen zeigst, du Pfeife. Ja, also ich werde gucken, dass ich euch die Fotos jetzt mit einblende. Und ihr vielleicht den Unterschied genauso sehen könnt wie ich. Ich kann ihn sehen. Es fehlen mir da oben einfach ein paar Haare da vorne. Und ja, wieso, weshalb, warum? Mal verzupft, ich weiß es nicht. Aber mit Augenbrauenstift und gefärbten Augenbrauen ist es auf jeden Fall nicht so gravierend, sagen wir es mal so. Also das Beautylash Wachstumsserum finde ich cool. Mir bringt es was. Ich habe es jetzt nicht für die Wimpern benutzt, dafür ist es ja eigentlich gedacht. Ja, und dann ist da noch so ein Conditioning-Gel dabei gewesen. Das in erster Linie, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, was er tut, aber es ist ich glaube, es soll einfach die Augenbrauen pflegen und dadurch hält dann die Farbe länger. Ich meine, so habe ich das gelesen. Genau. Ja, tut mir nicht weh. Ich benutze es dann eben, wenn ich das benutzt habe, einfach nochmal so für zum Ausbürsten. Und ich mag die Kombination sehr gerne. Das Augenbrauengel, das farbige Augenbrauengel, habe ich jetzt einfach noch nicht so häufig benutzt, weil durch die gefärbten Haare das ein bisschen zu hell ist und mir die Konsistenz des Gels noch nicht so richtig gut gefällt. Also da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber vielleicht ist das Produkt auch einfach nichts für mich. Die drei finde ich auf jeden Fall super. Und genau, wir kommen jetzt zum zweiten Favoriten. Das ist die Manhattan Volume Lash, Supreme Lash Volume Colorist. Und zwar ist die dafür gedacht, dass sie beim Tuschen die Wimpern oder durch die Tusche die Wimpern einfach etwas färbt über die Dauer der Zeit. Ich glaube, 2 Wochen oder so. Und weil ich eben diese jetzt benutzt habe und für euch gucken wollte, ob sie tatsächlich etwas an der Farbe meiner Augenbrauen verändert, habe ich nicht versucht, sie zu färben. Die Wimpern, nicht die Augenbrauen, die Wimpern. Was ich aber noch tun werde mit den Beautylash-Sachen. Ja, so. Das dazu. Ich finde die Manhattan Mascara ganz cool. Ich finde das Bürstchen ganz cool. Ich benutze es nicht allein. Ich benutze es wie immer mit einer zweiten Mascara. Im Moment benutze ich die Voluminous von L'Oreal.
Und ich komme mit der Mascara echt ganz gut zurecht. Sie macht schöne Wimpern, finde ich. Sie trennt gut, aber der Halt ist jetzt nicht perfekt. Und ich muss Tatsache sagen, ein ganz kleines bisschen hat es die Wimpern Tatsache dunkler gemacht. Aber nicht gravierend. Also jetzt, ihr müsst das euch nicht vorstellen, wie ihr tut sie drauf und nach 2 Wochen, bäm, sind eure Wimpern, wenn sie das normalerweise nicht sind, auf einmal schwarz gefärbt, auch wenn ihr sie abgeschminkt habt, wollte ich sagen. Und das ist nicht der Fall. Es macht eine Tönung, finde ich schon. Es macht eine leicht getönte Geschichte. Also ich finde, man sieht einen Unterschied, aber er ist marginal, wie man so schön sagt. Also, oder minimal. Auf jeden Fall nicht so intensiv. Egal. Dann habe ich etwas, weil ich muss das einfach, meine liebsten Süßigkeiten, habe ich gedacht, zeige ich euch auch mal. Weil ich bin ja total verrückt nach Dingen, die nach Erdnussbutter schmecken oder in denen Erdnussbutter enthalten ist. Und wir waren in Holland, meine Eltern und ich, und da gab es Twix mit Peanut Butter und noch einige andere Sachen, Oreos mit Peanut Butter und ich weiß nicht was noch all. Und da habe ich dann den Süßigkeitenladen mal ein bisschen aufgesucht und eingekauft. Die Twix mit Peanut Butter hatte ich sogar schon mal und ich finde die voll lecker. Ich finde es sehr schade, dass wir hier so wenig Süßigkeiten mit Erdnussbutter haben. Auf der anderen Seite vielleicht auch ganz gut. Was ich natürlich auch entdeckt habe, endlich, sind die Pickup Minis. Finde ich total geil. Die sind wirklich so klein und für den Jeeper, wenn man wirklich Bock drauf hat, ist die genau richtig. Man hat dann jetzt mit einem auch nicht so viele schlimme Geschichten gegessen. Das steht hier nicht drauf. Ach so. 3 Stück sind bei denen 163 Kalorien, also, was? Aha, okay, 163 Kalorien. Ja gut, ich esse dann 1. Ja, meistens zumindest. Genau. Und welche ich auch richtig cool finde, die hat mein Vater mir damals gezeigt, ich finde die einfach total geil, sind von Stork die Mint Schocks. Das sind so grüne Bonbons, die sind auch außen grün, so minzig halt. Und innen drin ist eine Schokoladenmasse und ich finde die total gut. Ja, sehr lecker. Dachte ich euch, ich zeige mal ein paar von meinen favorisierten Süßigkeiten. Wobei ich eigentlich gar nicht so die Schokoladenmaus bin. Ich esse schon auch gerne mal Schokolade. Aber mir fallen so Sachen wie Chips und so viel schwerer nicht zu essen. Umkehrschluss. Ja. So. Dann machen wir es mal was für die Nase. Und zwar mein allerliebstes Parfum in diesem Monat Juni war von Issey Miyake das Le Dessert Absolu. Das habe ich gekauft, reduziert. Ich glaube, es hat nur noch 20 Euro gekostet oder so. Ich weiß es nicht mehr. Bei Pieper war das. Und den habe ich sehr, sehr oft benutzt. Also ich finde, da ist schon viel raus. Ich könnte schon heulen. Und ich finde diesen Duft so unfassbar lecker. Den gibt es, also dieses Issey Miyake in dieser Form gibt es auch noch mit einem Rosé, mit einer Rosé-Note. Das wäre mal absoluter Traum, wenn ich dieses Parfum irgendwann mal besitze. Naja, hier steht jetzt leider nicht drauf, welche Duftnoten darin enthalten sind. Das tut mir sehr leid. Müsstet ihr mal nachlesen oder ich gucke, ob ich es irgendwo als Duftbeschreibung finde und schreibe es euch unten in die Infobox. Aber ich bin ein ganz großer Fan. Es ist auch ein Parfum. Und Parfum Absolu, vielleicht ist das auch nochmal ein Unterding, ich weiß es nicht. Aber der Duft, ich finde ihn persönlich richtig, richtig lecker. Was ich auch wie die Wilde Wutz benutzt habe, ist das Rituals, The Ritual of Karma Limited Edition Body Spray mit Bergamotte und Schieß mich tot. Oh, da könnte ich bekloppt werden. Ich finde es so lecker. Ich liebe diesen Duft. Ja, gibt es eigentlich nicht mehr viel zuzusagen. Und hier dieses Deo habe ich auch sehr häufig benutzt, aber in erster Linie, weil ich einfach finde, dass es unfassbar gut riecht. Und zwar ist es dieses Tau, jetzt heißt es Dau, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Das hat
einen ähnlichen Duft wie diese Limited Edition, aber noch ein bisschen, der andere riecht ein bisschen frischer. Und ja, hier steht, glaube ich, auch wieder keine Duftgeschichte drauf. Aber egal, ich finde es ganz, 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 ganz lecker. Dann, was haben wir noch? Ach ja, von Dresdner Essenz. Das frische Kick 2-in-1 Dusche Lemon Verbene Limited Edition und ist gedacht für Haut und Haar. Ich habe es nicht fürs Haar benutzt, sondern nur für die Haut. Es riecht wirklich, wirklich, wirklich richtig frisch und gleichzeitig sehr würzig, aber auf eine frische Art und Weise. Also sehr, 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 sehr cool. Und es hinterlässt wirklich so, man darf es gefühlt nicht zu lange auf der Haut drauf lassen, weil man Tatsache merkt, dass dieser Cooling-Effekt noch nach dem Duschen anhält. Also, um es vorsichtig auszudrücken, nicht jede Körperstelle möchte damit eingeduscht werden. Nur so zur Info. Ja, Selbsttest nicht nötig. Ich habe mir die Lipika Boom AB Plus von La Roche-Posay gekauft. Das ist ein rückfettender Balsam, der reizlindernd und juckreizmindernd wirkt und sofort hautberuhigend hilft, akuten Trockenheitsphasen vorzubeugen. Die riecht nicht gut. Das mal vorneweg gesagt. Also es ist nicht für Leute gedacht, die sich mit einer duftenden Creme eincremen möchten. Dafür ist die Tatsache einfach nicht geeignet. Aber das, was draufsteht, hilft. Mir hilft die wirklich gut. Ich habe so Phasen, ihr kriegt es meistens in den Videos ja auch schon mal mit, dass ich da sitze und mich kratze, weil meine Haut so juckt. Ich habe leider noch nicht so richtig rausbekommen, wovon das kommt. Ich habe eine Befürchtung, ich hoffe, sie bestätigt sich nicht. Es könnte das Waschparfum sein, was ich euch ja immer wieder mal in die Kamera halte. Ich habe es jetzt in den letzten Wochen in meine Wäsche nicht mehr reingetan und leider hat sich es gebessert. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, in denen ich mich öfter jucken muss. Dann könnte man fast von einer psychosomatischen Störung sprechen. Egal. Und ja, wie auch immer, ich finde die prima. Das Rückfettende daran ist sehr, sehr angenehm. Also man hat nicht das Gefühl, also es ist rückfettend und man heißt aber nicht, dass man einen ekligen Film auf der Haut hat. Also ich empfinde das zumindest nicht so. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr natürlich in der Apotheke gerne mal nach einem Pröbchen fragen. Schnell einziehend ist sie auf jeden Fall. Für die einfache und tägliche Anwendung nicht fettend, nicht klebend, finde ich auch. Ein- bis zweimal täglich auf die extrem trockene, gereizte Gesichts- und Körperhaut auftragen. Und genau, ich hatte mir in der Zwischenzeit auch zwei Duschgele gekauft, die für extrem angegriffene Haut gedacht sind. Ich glaube, sind beide von DM ohne Duftstoffe bzw. pH-neutral. Und habe das zwischendurch benutzt, bin damit auch echt ganz gut klargekommen. Und ja, wenn ihr da irgendwie auf der Suche nach einer hilfreichen Geschichte seid, dann versucht die mal. Die hat jetzt mit 400 ml Pumpspender, großer Freund, in dieser Apotheke 20 Euro gekostet. Es ist nicht günstig, aber ich finde, man kommt damit sehr lange hin. Sie hat 6 Monate, ja gut, okay, da muss man schneller cremen. Wenn sie einmal auf ist, 6 Monate, bis die abläuft. Und ja, also wenn sie einmal offen war, 6 Monate, ansonsten hier unten bis Oktober 2018. Ich will das mal erklären, ich habe das nicht verstanden. Also bis 18 sollte ich sie aufgebraucht haben. Ich denke aber, das ist ganz gut machbar. Ich wollte vor allen Dingen eine Creme haben, die nicht parfümiert ist, weil bei allergischer Haut das natürlich schon mal dazu führen kann, dass man da eben noch mehr jucken muss. Und ja, auch auf frisch rasierten Beinen kann man sie benutzen. Wenn man super scheiße empfindlich ist, kann es ein ganz bisschen brennen. Aber das liegt dann mit Sicherheit eher daran, dass man eine offene Hautstelle beim Rasieren nochmal aufgesäbelt hat, ne? Weil man besonders geschickt ist. Da sollte man aufpassen. Aber also im Großen und Ganzen kann ich mich über die in keinster Weise beschweren. Ich mag die sehr, sehr gerne. Meine Kollegin findet, sie stinkt.
Und ich finde das aber nicht. Also sie hat schon einen sehr, ja, ein bisschen nicht wie Melkfett. Ja, ich weiß nicht, ist das Glycerin, was da so riecht? Ich weiß es nicht genau, aber also wenn ihr dran riecht, ihr werdet wahrscheinlich verstehen, was ich meine. Es ist jetzt nicht super lecker, man möchte dich davon, möchte nicht nicht gegessen werden damit, ne? Also man hat nicht das Gefühl, oh, das möchte ich jetzt aufessen. Oh, ja. Was ich ein bisschen komisch finde. Warte mal, immer eben die Gedöns hier abmachen. Also was ich ein bisschen komisch finde, hier steht drauf, was natürlich drin ist, aber da klebt jetzt der Kleber drauf. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Entschuldigt bitte. Hier steht drauf, dass hier Mineralöl drin ist. Jo, das ist natürlich für die Haut besonders gut. Wobei ich da jetzt kein Experte bin, vielleicht wird da auch mal wieder sehr viel Wind um eine Sache gemacht, die im Endeffekt vielleicht gar nicht so tragisch ist oder ob es da verschiedene Sachen gibt, da möchte ich mich jetzt gar nicht zu äußern. Ich komme mit der gut klar. Shea Butter ist noch drin. Ja, guckt es euch an. Wenn da irgendwas drin ist, was von dem ihr von vornherein wisst, dass ihr sie nicht vertragt, dann kauft sie So nicht. nicht, Ne? ich Finde müsste das die auf sowieso. jeden Fall gut. Und hier steht auch Basispflege bei Neurodermitis ohne Duftstoffe für Säuglinge, Kinder und Erwachsene. Also ja, ne? Das wäre dann mein Tipp an euch. Dann habe ich noch eine Geschichte von La Roche-Posay. Da habe ich jetzt mittlerweile, die habe ich nachgekauft. Ich hatte vorher die kleinere Variante. Ich weiß nicht, ob in der kleineren 50 Milliliter drin sind oder weniger. Das sind jetzt 100 Milliliter. Die Sisaplast Boom B5. Die ist für mich für alles Mögliche machbar. Auch für gereizte Haut, für trockene Haut. Ich wollte mich aber nicht mit der am ganzen Körper eincremen. Was haben wir denn damit gemacht? Die ist gedacht bei Hautirritation, geröteter Haut. Also irgendwas hatte, ja genau, es fing damals an mit meinem Überpflegungsekzem und für solche Sachen benutze ich die zum Beispiel. Aber auch für super trockene Ellenbogen oder sonstige leicht allergische Reaktionen. Ja, und aber ich benutze sie im Grunde wie eine Bepanthen-Creme, wenn ihr euch verletzt habt, nur eben nicht auf offene Stellen machen. Ja. Ich finde die top und habe jetzt die Großpackung gekauft. Um beim Apotheken-Haul zu bleiben, war ich für den Mann Sonnencreme kaufen. Ich weiß nicht, wie das bei euren Männern ist. Meiner macht mich wahnsinnig. Also allein dafür bräuchte man an manchen Tagen Tatsache einen Orden, dass man das durchsteht. Wie ein Kleinkind. Ich will mich nicht eincremen, ich will mich nicht eincremen, ich will mich nicht eincremen. Ich bin in meiner Verzweiflung also dann in den Apotheke und habe gesagt, ich möchte eine Creme haben, die nicht fettet, die nicht klebt, die keine Flecken macht und am besten jemanden, also dass die sich quasi von alleine eincremt. Und ja, ich bin sehr nett beraten worden, wie immer in meiner Lieblingsapotheke. Und sie hat mir zu dieser All Day 30 Sonnenmilch, Liposomen-Sonnenmilch geraten. Ich hätte lieber einen Lichtschutzfaktor gehabt, der höher ist als 30, aber ab 30 gibt es diese liposomale Sonnenmilch nicht mehr. Dann ist es nur noch Sonnenmilch und dieses Liposomale scheint dazu zu führen, dass man sie besonders gut eincremen kann. Für jeden Hauttyp sonnenempfindliche Haut, wasserfest. Und hoher Schutz. Also 30 ist mir fast ein bisschen zu wenig. Vor allem, wenn man einen Hauttyp von minus 1 hat. Aber okay. Die riecht jetzt auch nicht so toll. Sagen wir es mal so. Aber sie lässt sich wirklich, wirklich, wirklich fantastisch auftragen. Also das macht fast Spaß. Sie zieht super schnell ein. Und hinterlässt kein klebriges Gefühl, hinterlässt kein eingecremtes Gefühl. Also man hat nicht das Gefühl, dass irgendwas irgendwann kleben bleibt. Und relativ gut kann man auch dann direkt die Sachen anziehen.
Natürlich sollte man bei weißen T-Shirts dann auch nochmal aufpassen. Sie macht nicht gar keine Flecken, aber zum Beispiel sehr viel weniger als, was sagte sie, Ladival muss unfassbare Flecken machen. Ja, man muss dann natürlich öfter nachtragen, das ist ja sowieso klar. Aber ich war wirklich begeistert. Ja, da die Sonne danach nicht mehr so oft geschienen hat, ist noch nicht so viel raus, aber die ist wirklich toll. Und es gab da eine Aktion. Wenn man die Sonnencreme kauft, bekam man eine Aftersun für jeden Hauttyp, ebenfalls von Louis Vuitton dazu. Und was steht hier drauf? Mit Vanille? Nein, mit Kamille. Ich weiß nicht. Aber die riecht richtig lecker. Also das ist eine ganz, 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 ganz toll riechende After-Sun-Lotion. Fast ein bisschen zu viel parfümiert, aber der Duft ist wirklich klasse. Wirklich toll. Ich war sehr, sehr, sehr begeistert. Also fand ich richtig gut. Und dann habe ich sie noch gefragt, ob es eine Möglichkeit fürs Gesicht gibt. Ich hatte ja von La Roche-Posay schon die Antelios XL Matt, glaube ich. Ja. Und sie hat mir jetzt aber das Fluid noch empfohlen. Das ist auch 50 plus, finde ich sehr, sehr gut fürs für die Haut im Gesicht und Dekolleté, weil ich dazu neige, Sonnenallergie zu bekommen. Wollte ich auf jeden Fall das La Roche-Posay-Zeugs nehmen. Und das ist eben auch so etwas, wo der Mann immer rumheult, da er eben aussieht wie so eine, ja, wie so eine Speckschwarte. Wenn man Sonnenmilch eingecremt ist, klebt und glänzt man eben so. Und diese soll das eben verhindern. Und was soll ich sagen? Ich finde die noch viel, viel besser als diese Matt-Geschichte, die ich letztes Jahr, glaube ich, gekauft habe. Die ist gedacht bei Sonnenallergie, empfindliche Haut, extra wasserfest, ohne Duftstoffe, ohne Parabene. Ja, und ultra leicht. Die lässt sich echt ein bisschen scheiße auftragen, ähnlich wie die Clinique BB Cream, falls ihr euch noch da... Clinique BB Cream, die ich sehr, sehr toll finde. Das knatscht quasi fast ein bisschen beim Eincremen, sodass wirklich ein mattes Gefühl aufkommt und man nicht glänzt. Die finde ich ganz, 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 ganz toll. Also Daumen hoch dafür. Dann ein Favorit ist dieses L'Oréal Tonerde Absolu Trockenshampoo. Ich habe mich jetzt mal dazu durchgerungen, es zu kaufen. Es ist aber ein Lala-Favorit. Ich finde die Wirkung gut. Das gefällt mir. Ich mag die Art und Weise, wie es sich auf der Haut anfühlt, beziehungsweise auf den Haaren. Alles toll. Den Duft finde ich schrecklich. Der bleibt ewig in den Haaren, was ich sehr, sehr unangenehm finde. Also, ich mag diesen Duft echt Tatsache überhaupt nicht. Vom Shampoo ja. Ich habe auch die Maske mittlerweile gekauft. Finde ich auch ganz witzig. Aber der Duft, den finde ich sehr, sehr anstrengend. Aber an sich mag ich das gerne. Wir schauen mal, wie sich es weiterentwickelt. Dann haben wir natürlich ein All-Time-Favorite. Und ihr seht, er ist schon heiß abgeliebt. Der Dior Nail Glow. Ich finde ihn so schön. Ich liebe ihn so sehr. Und ich wollte ihn einfach nochmal vor die Kamera halten, weil den habe ich jetzt auch wieder drauf. Er muss dringend neu gemacht werden. Das sieht furchtbar aus. Ja, aber der... Im Moment ist alles, was hell und wenig ist, schön an meinen Nägeln. Das mag ich. Ich mag auch andere Farben. Im Moment ist es mal wieder so ein legeres Ding mit hell und durchsichtig. Dann habe ich sehr, 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 sehr viel benutzt. Den Color Tattoo Eye Creamy Matte Creamy Beige Scheiß die Wand an Color Tattoo von Maybelline. Das ist der so einen ganz leichten Glimmer-Effekt drin hat, obwohl er matt heißt. Und damit habe ich meinen Adele-Make-up immer geschminkt. Dann mein Puderpinsel, mein Rougepinsel, den habe ich jetzt auch, also den benutze ich am allerliebsten, ist der Large Angled Contour von Sigma F40. Also ich glaube, die haben aber mittlerweile andere Namen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Der war in meiner Paris-Palette drin. Irgendwie ist der borstig und scheiße und irgendwie ist er toll. Also den benutze ich eigentlich fast nur für meinen Blush. Und dann gehe ich mit meinem Catrice Kabuki, dem Runden, immer nochmal drüber zum Ausblenden. Ich muss ein bisschen hinmachen, gleich ist die Speicherkarte voll. Dann habe ich eine ganz große Liebe, Schnauze, in diesen Lippenstift gefunden. Das ist der Art Deco.
den ich im letzten Haul, glaube ich, gezeigt habe oder vorletzten, ich weiß es nicht. Ich schreibe es nochmal unten dran, wie er heißt. 52V steht jetzt hier. Ich glaube, es war irgendein Matte Lipstick Limited. Scheiß die Wand an, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, er hieß Rosewood. Noch irgendwas auf jeden Fall. Irgendwie so. Und ich finde den ganz toll. Ja, und was ich auch benutzt habe, wie die wilde Wurz, ist dieses... Na, ich mache immer die falsche Seite auf. Den Clinique Chubby Stick Shadow Tint for Eyes in Pink and Plenty Nummer 7. Hallo Sonne, schön, dass du dich mal wieder zeigst. Das ist dieses Duochrom. Ha! Ganz toller Stift, ich liebe ihn einfach. Und natürlich in Kombination dazu meine Carly Bible Palette. Mit den wunderschönen Highlightern und super tollen Farben, wozu Toni und ich ja ein Video gemacht haben. Hallo, guck, guck. Und ja, wenn ihr da mal reingucken wollt, ich freue mich drauf und darüber auch. Ja, und damit haben wir das Favoritenvideo für heute geschafft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao.